Gemeinde-TV meldet sich heute direkt vom Messegelände in Wieselburg. Hier findet gerade die Messe Bauen, Energie und Wohnen statt. Zu diesen drei Themen findet ihr alles, was ihr darüber wissen wollt, denn es sind insgesamt 120 Aussteller und Ausstellerinnen hier, aufgeteilt auf 6 verschiedene Hallen. Ein Thema, das momentan so populär ist wie wahrscheinlich überhaupt noch nie und das wir auch gleich in einer Interviewrunde genauer besprechen werden, ist das Thema Photovoltaikanlagen und auch das generelle Themen, wo können wir Strom sparen, darauf werden wir ebenfalls näher eingehen. Unsere Gemeinde-TV-Interviewpartner sind heute Rudolf Gruber von der EVN, Ignaz Röster von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich und Hermann Jahrmann, Präsident vom Baubiologischen Institut. Ich würde gleich gern bei der EVN starten, Herr Gruber. Ganz viele Haushalte, aber auch Gemeinden haben heuer darüber nachgedacht oder auch schon investiert in eine Photovoltaikanlage. Denken Sie, dass sich das irgendwo auch rentiert? Also eine Photovoltaikanlage ist jedenfalls eine Strompreisbremse physikalischer Art und Weise. Natürlich, eine Photovoltaikanlage ist jedenfalls zu bevorzugen dort, wo Dächer im adäquaten Ausmaß gegeben sind. Wenn man einen noch dazu vielleicht eine gute Eigenverbrauchsquote hat, so macht es in jedem Fall Sinn, die Kraft der Sonne zu nutzen. Herr Röster, Sie beraten Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen, egal ob auf Gemeindeebene oder auch ganz persönlich privat zu Hause, auch bei den Themen Photovoltaikanlagen. Jetzt hätte ich natürlich gern von Ihnen den Rat gewusst. Wem würden Sie eine Photovoltaikanlage tatsächlich empfehlen und wer braucht sie vielleicht auch wirklich einfach nicht? Ja, tatsächlich empfehlen würde ich es prinzipiell schon allen. Ja, jeder, der, wie gesagt, ein Dach hat, das vorwiegend nach Süden ausgerichtet ist oder auch Ost- oder Westausrichtung ist geeignet, also praktisch hat die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage zu montieren oder zu errichten. Es gibt natürlich also irgendwelche schattige Lagen, wo wenig Sonne hinkommt oder halt einfach das Dach so verwinkelt ist, dass es schwierig ist, eine Module anzubringen. Aber in den meisten Fällen ist es möglich. Und wie gesagt, eine einfache Art, doch einen Teil des Stroms, den ich im Haushalt brauche, und wir sind ja vom Strom abhängig, das ist ja ganz eine wichtige und eine gute Energie, aber selber zu erzeugen. Herr Jahrmann, Photovoltaikanlagen, sind die eigentlich so vom Produkt her astrein? Weil es gibt ja auch bei dem Thema E-Auto, die sind ja super toll und klasse, wenn man dann aber ein bisschen recherchiert, kommt man auf dieses Batterieproblem hin, das dann vielleicht doch nicht so schön ist. Wie ist das bei Photovoltaikanlagen? Gibt es da auch irgendwo einen Haken? Ja, dazu ist ein bisschen grundsätzlich zu sagen, als Baubiologisches Institut Österreich sind wir sehr daran interessiert, wie geht es den Menschen im Gebäude? Und da gehört natürlich auch dazu, dass er eine gute Energieversorgung hat, dass er möglichst nachhaltig erneuerbar, seit Jahren predigen wir das, macht sie erneuerbare, unabhängige Versorgung, gutes Maß an Energieunabhängigkeit, ich sage Autonomie, nicht Autarkie. Aber wenn man darüber spricht, wie wirken diese Systeme auf den Menschen, wenn wir von guten Systemen sprechen, die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass ich keine besonderen Feldbelastungen oder Ähnliches hier heraus habe. Ich werde natürlich nicht direkt neben dem Wechsellichter schlafen, aber das ist ja von der Konstruktion ohnehin nicht so gegeben. Aber ich würde auch die Photovoltaik im Zusammenhang durchaus mit anderen Maßnahmen und Systemen in einem Gebäude sehen. Das fängt an vom Energiesparen, von der Wärmedämmung, was geht auch immer, welche Erneuerbaren habe ich noch, vielleicht kann ich sogar mit der kleinen Windenergie kombinieren. Also gesamte Systeme sind zu betrachten. Das System für den Menschen heißt, das, was mich umgibt, soll für mich gut sein, gesund sein. Und da ist die Einstellung, wie gesagt, zu meiner Energieversorgung ganz eine wichtige, weil es geht ja auch um das psychische Wohlbefinden. Da ist es ganz gut, wenn ich wie jetzt weiß, ich habe eine eigene Stromversorgung, die mich unterstützt. Und Strom ist ja nicht nur für Strom, ich könnte damit sogar Heizungsunterstützung machen. Genau. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Trotzdem möchte ich noch mal kurz zurückkommen. Also das Gerüst an sich, ist da irgendwas Schädliches dran? Ist da irgendwas, was man wissen sollte? Also sehen wir momentan nicht. Wie gesagt, ich würde auf Qualitätskomponenten setzen. Natürlich, dass das fachgerecht und ordentlich verbaut wird, dass das entsprechende Schutzvorrichtungen, Erdungen und Ähnliches hat. Das machen aber die Professionisten natürlich so. Aber wir haben auch elektrobiologische Messungen gemacht. Die Belastungen sehen wir also nicht signifikant. Das ist oben am Dach mit dem Quadrat der Entfernung, nehmen die Wirkungen ab. Also ich sehe es nicht problematisch, nicht so wie bei Batterien im Auto, aber auch dort muss man sagen, was sind denn die Alternativen, die sie haben? Was machen sie denn sonst? Und ich sage auch immer, ist Ihnen auch das Windrad lieber oder das Atomkraftwerk in der Nähe, weil Sie könnten hier für Ihre Energie komplett verzichten. Das wäre auch möglich.
Generell Photovoltaikanlage. Also wir haben heute schon sehr viele Zuschauer dabei, die sich wirklich dafür richtig viel interessieren. Gibt es vielleicht Tipps an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wo sie sagen, da sollten wir selber mal drüber nachdenken und uns selber die Frage stellen, bevor wir da nachrüsten? Also ganzheitlich, wenn ich das gleich sagen darf. Schauen Sie, welchen Bedarf haben Sie. Zunächst einmal decken Sie das, was Sie brauchen. Natürlich können Sie spekulieren, Geschäfte, Einspeisung, was auch immer. Aber grundsätzlich sollten wir mal den Eigenbedarf decken. Und das, glaube ich, geht ja auf jedem Haus. Jedes Haus kann die paar kW-Peak da draufbringen. Dann hat er einmal eine eigene Unterstützung. Und dann erst denken, wie groß mache ich das. Guten Planer, gute Beratung, das ist wie immer und überall wichtig. Und ich glaube, zum Bedarf muss man jedenfalls dazu sagen, zunächst einmal schauen, welchen Bedarf habe ich tatsächlich. Wo kann ich denn Möglichkeiten finden, um den Bedarf möglichst gering zu halten? Und dann in zweiter Linie ist auch mit der Aufbringung, mit der Beschaffung der Energie zu beschaffen, denn das Gebot der Stunde ist Energiesparen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man eigentlich schnell und kurzfristig umsetzen kann. Und dann ist natürlich die Photovoltaikanlage, die PV-Anlage als erneuerbare Energiequelle ein tolles Instrumentarium bei der Energiebeschaffung, darauf Rücksicht zu nehmen. Aber die größte Energiequelle ist das Energieeinsparen, genau. Gar nicht verbrauchen. Ja. Da komme ich gleich zurück. Ich möchte nur kurz einhaken, weil Sie ein sehr interessantes Thema angesprochen haben, nämlich das Einspeisen. Es gibt Personen, die machen die Photovoltaikanlage größer, als sie das eigentlich brauchen, damit sie was einspeisen und aktuell sogar ein bisschen Geld damit verdienen, möchte ich nicht sagen, aber zurückbekommen. Ist das sinnvoll, wenn ich den Platz habe? Also zunächst muss man dazu sagen, eine Photovoltaikanlage ist ein Beitrag zur Energiewende. Das darf nicht nur ausschließlich einen ökonomischen Aspekt haben, sondern da geht es auch, wie gesagt, um diesen Beitrag. Aber selbstverständlich kann man Anlagen auch größer dimensionieren, als es für den Eigenverbrauch tatsächlich benötigt wird. Und man kann Energie einsparen, ja, ist richtig. Wir haben auch als EVN dazu Modelle. Also das sind die sogenannten 1:1 Modelle, wo man bezogen auf die Energie, die für die Kilowattstunde das Gleiche bekommt, wenn man einspeist, so wie für die Energie, die man auch vom Netz bezieht. Also da geht es immer um den Anteil des Energiepreises, nicht Netz, nicht Steuern, Abgaben und so weiter, aber der Energieanteil ist in einem 1:1 Verhältnis. Da ist es ja auch momentan so, Entschuldigung sofort, dass man ab einer gewissen Grenze von Einnahmen das auch versteuern muss. Kann es sein, dass das irgendwann so gemäßigt wird, dass man pro Euro das schon irgendwie versteuern muss, dass man tatsächlich da das auch dann melden muss? Gibt es da schon irgendwie Gedanken? Wenn Sie jetzt das Thema der sogenannten Übergewinne oder so ansprechen, da gibt es keine Regelungen, die also dafür oder dagegen sprechen. Und hinsichtlich der Einspeisung als Haushalt kenne ich da also keine expliziten Regelungen, wonach wir... Sind auch keine geplant oder sonstiges? Das müssen Sie die Politik fragen. Nicht heute nachdenken. Okay. So, jetzt ist es so, man muss keine Photovoltaikanlage machen, man kann auch anders Strom sparen. Wäre Ihre Frage noch was zur Photovoltaik? Das war noch zur Photovoltaik. Ja, bitte. Ja, also, bitte. Man, wir haben auch bis vor kurzem gesagt, also Dimensionierung aufgrund des Eigenbedarfs. Ja, wie viel Strom brauche ich? Zum Beispiel 4000 Kilowattstunden im Jahr. Dann mache ich meine 4 kW Peak-Anlage und kann also den Jahresbedarf mit meiner Photovoltaik erzeugen. Aufgrund dessen, wenn wir sagen, wir wollen in erneuerbare Energien investieren, gehen wir eher darüber, also, dass wir sagen, also möglichst die Flächen nutzen. Ja? Und ich kann in Energiegemeinschaften dann also sagen, den Strom mit den Nachbarn teilen. Das wäre also unser Ansatz, dass man sagt, okay, zukünftig. Ja. Und damit kann man auch gewiss einerseits ein bisschen Geld verdienen, wenn man so sagen kann, nicht sehr viel, aber das ist ja der ökologische Ansatz, der wichtigere. Aber durchaus sozusagen die Idee, wir machen regional unsere Energie und versorgen uns, brauchen natürlich sozusagen jetzt den Austausch mit dem überregionalen Netz. Ja. Brauchen einen Strom, den wir nach wie vor beziehen von der FN oder von woanders und liefern auch wieder. Aber vielleicht im Bereich der Energiewende oder der Unabhängigkeit ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, dass wir auch rechtlich in der Lage sind, diese Energiegemeinschaft, diese Erneuerbaren zu gründen. Und nur der Hinweis dazu, es gibt zwar jetzt erst Regelungen, dass wir das im gleichen Netz machen dürfen, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, solche Bürgerenergiegemeinschaften in Zukunft zu gründen, wo wir vielleicht da überregional Strom austauschen können, dient hin Richtung Energieunabhängigkeit. Wenn wir regional viel Strom produzieren können und sagen, wir haben ihn jetzt und die Möglichkeit haben, den, der ihn gerade braucht, den zu übermitteln, dann wäre das schon interessant. Also das natürlich rechtlich noch auszuformulieren. Dazu, aber es gibt dazu das erneuerbare Ausbaugesetz, wo also diese Fragen rechtlich geklärt sind. Und gerade in der lokalen oder in der Region
hier Energie zu teilen, bietet dieses Gesetz die Möglichkeit. Die ENO, die EVN, gemeinsam hat mit dem Land Niederösterreich dazu auch die Energiezukunft Niederösterreich, eine Gesellschaft etabliert, wo man mit Rat und Tat den Gemeinden oder den Interessierten dafür zur Verfügung steht, mit Sitz in Heiligenkreuz. Und erst letzten Freitag gab es eine hervorragende Diskussion dort, wo also mehr als 50 Gemeinden dabei waren. Und da ist schon ein intensiver Austausch zu diesem Thema gegeben und ein wichtiger Beitrag, wie man diese erneuerbaren Erzeugungsanlagen auch nutzen kann. Also das wird uns sicher noch begleiten. Trotzdem, wenn wir keine Photovoltaikanlage zu Hause rüsten oder vielleicht schon eine haben und trotzdem Energie sparen wollen, auch Strom sparen, was wären so Ihre persönlichen Tipps? Also ich darf vielleicht damit beginnen, wenn mir das ein Herzensanliegen ist. Jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, die muss nicht erzeugt werden, nicht transportiert werden und nicht bezahlt werden. Also jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, ist eigentlich die wertvollste. Und da gibt es im Haushalt wie im Gemeindebereich oder auch im Gewerbe- oder industriellen Bereich viele, viele Möglichkeiten. Nehmen zum Beispiel die Gemeinden heraus. Im Gemeindebereich in Niederösterreich, muss man sich vorstellen, gibt es in etwa 400.000 Lichtpunkte, womit wir die Straßen beleuchten in den 573 Gemeinden. Von diesen 400.000 Lichtpunkten brennt erst jede zweite auf LED-Technologie. Also 200.000 sind noch nicht umgestellt auf LED. Jetzt würden wir das machen, könnten wir bei diesen 200.000 Lichtpunkten sofort 50-55% Energie Minimum sparen. Da sprechen wir in etwa von einem Einsparvolumen von 35 Millionen Kilowattstunden oder, wenn man so will, von allen Haushalten, den Strombedarf aller Haushalte der Stadt Amstetten. Also da geht es um was, was man eigentlich, natürlich geht das nicht über Nacht, aber das sollten wir uns vornehmen, dass man diese wirklich wertvolle Energie auch tatsächlich sparen kann. So gibt es auch von unserer Seite über die Energieberatung in Österreich für die Gemeinden entsprechende Beratungen. Und wir unterstützen genauso mit. Und viele Gemeinden sind eh schon im Prinzip, haben schon umgestellt, aber viele werden das bald tun, weil die Energiekosten ja in die Höhe schießen. Ein paar sind umgestellt, ein paar noch nicht. Also aber der Druck sozusagen auf die Gemeinden jetzt was zu tun ist ja groß, weil der Strom entsprechend teuer ist, dann rentieren sich die Maßnahmen noch viel schneller. Ja. Man darf nicht vergessen, wenn man bei dem Beispiel der Straßenbeleuchtung bleibt, wenn man eine konventionelle Straßenbeleuchtung hat, dann geht in etwa ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs für im kommunalen Bereich an die Straßenbeleuchtung. Also da redet man schon von einem ordentlichen Dorteneck. Wobei, eines darf man natürlich nicht vergessen, wenn man sich die Energieverbräuche in Haushalten, in Gemeinden, in der ganzen EU anschaut, und wir haben in den letzten 10 Jahren hunderte von Einzelhäusern, hunderte Unternehmen, ganze Reihe von Gemeinden beraten und die Zahlen erhoben und tatsächlich analysiert. Da kommt raus, und das gilt für die ganze EU, ist fast überall gleich, zwischen 40-45% des gesamten Energieverbrauchs geht es nach wie vor für Heizung und Warmwasser drauf. Natürlich. Strom 20%, in etwa 20-25% und der Rest ist dann halt Verkehr, Mobilität und Ähnliches. Also die größte Energieeinsparungsquelle ist nach wie vor in Heizung und Warmwasser, sprich Wärmedämmung, Heizung verbessern, Pumpenabgleich, all diese Dinge, die man hat. Und Wärmedämmung, was man auch davon halten muss, ist nach wie vor ein ganz großes Thema. Natürlich der Strom nicht zu vergessen und deswegen sage ich durchaus auch bewusst, wenn wir sehr viel Strom produzieren, na, dann muss ich eine Heizungsunterstützung verwenden. Gibt es auch Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber wir müssen dieses Energiesparthema immer ganzheitlich denken, so wie ich ja bei jedem Haus sage, jede Beratung ist ganzheitlich anzusetzen, alle Komponenten sind zu betrachten und der Photovoltaik allein ist nicht die Patentlösung. Genau. Richtig wichtiger Faktor, alles anschauen, gute Beratung machen und nachdenken, was mache ich in dem Fall am besten. Wir können sagen, eine Photovoltaikanlage ist sexy, wenn man es so sagt. Und das Sanieren eines Gebäudes ist halt Knochenarbeit und kostet auch viel Geld und braucht halt viel mehr Motivation oder Information. Wobei ich dann sage, wenn schon saniert, bitte, das muss ich als Baubildungsinstitut sagen, dann tut es nicht mit Erdölprodukten, sondern mit nachhaltigen Produkten, nachwachsende, erneuerbare, mineralische. Es gibt auch hier gute Möglichkeiten, weil es auch um die Lebens- und Wohnqualität der Menschen im Gebäude geht. Das wäre ja der absolute Idealfall, wenn man das wirklich das große Ganze anschaut. Trotzdem, was kann jeder von uns auch zu Hause jetzt so direkt umsetzen? Also bringt es sich zum Beispiel tatsächlich was, den Fernseher vom Standby komplett abzuschalten oder die Mehrfachsteckdose, dass das rote Licht halt gar nicht mehr leuchtet, sondern ich ziehe es ab. Bringt sich das übers Jahr gerechnet auch was? Also
Wir verteilen da gerade bei unserem Messestand auch wertvolle Energiespartipps, also die 11 wichtigsten Tipps. Und da ist ein Tipp davon, Standby, nein danke. Ganz einfach, die Geräte, die ständig laufen mit im Standby, wenn man die abschaltet und alles, was da mit im Zusammenhang steht, ob das Computer sind, ob das Drucker sind, ob das sogar der Internetrouter ist, Fernsehgeräte und so weiter. Wir haben das einmal oberflächlich durchgerechnet. Wenn man die abschaltet, dann spart man im Jahr rund 72 Euro. Also es ist nicht nur sinnvoll, sondern es bringt auch was für die Geldbörse. Wow, das ist doch gerade ein Essen gehen schon. Naja, und wenn Sie das einsparen, jetzt kommt was dazu, wenn Sie das ausschalten, die sage jetzt aus der Elektrobiologie, Felderwellenstrahlen nehmen Sie auch weg. Sie sollen überhaupt Handy und WLAN in der Nacht ausschalten. Wenn Sie es nicht brauchen, dann schalten Sie es aus. Sie tun Energie sparen und Sie machen was Gutes für sich selbst. Genau. Und es ist nicht so schwierig, das zu tun. Das ist wenn das alle machen, ist einfach die Übung. Es ist nur eine Gewohnheit. Ja. Aber gibt es noch sowas Kleines? Viele Dinge sind einfach Verhaltensänderungen. Also unsere Energieberater sagen beispielhaft, einfach zu Hause sich begleiten. Im Sinne von nicht mit kurzärmeligen Leiberl und mit der kurzen Hose den Winter verbringen, sondern halt einfach ja, normal, sich, wie man auch zu Hause gekleidet sein kann, wird man schnell feststellen, hey, mir ist warm. Und dann nehme ich schon 1 Grad zurück. Und wenn ich 1 Grad in der Raumtemperatur zurücknehme, spare ich 6% der eingesetzten Energie. Und da ist es wieder wurscht, mit welcher Energie, dass wir sozusagen arbeiten. Es ist eine Reduktion. Und egal, welche Form wir einsetzen, wenn das viele sparen, Menschen machen, dann sehen sie ja aus, was da rauskommt. Und selbst wenn sie nicht immer mit dem Auto fahren, sparen sie auch schon. Vielleicht ist auch möglich. Genau. Wow, wie schaut es bei Ihnen privat zu Hause aus? Das sind da die Profis. Gibt es da überhaupt noch irgendwo einen Lichtschalter, der aufgetreten wird? Man kann dauernd mitdenken, man muss aufpassen, mitdenken. Man muss das nicht übertreiben. Ich muss mich dann deswegen nicht zwingen, dass ich irgendwas tue. Immer wieder geschickt denken und sagen, ist das gescheit, was ich da mache? Kann ich vielleicht noch was anderes tun? Und kann ich vielleicht auch ein Gerät einsetzen, das gerade weniger Stromverbrauch gibt es ja auch. Meine Frau schimpft mir zum Beispiel immer, wenn ich ab und zu mal mir ein weiches Ei mache und stelle das Wasser zu und habe keinen Deckel drauf. Mhm. So. Spart auch Energie. Genau. Ja, es ist nicht die Welt, aber in Summe, glaube ich, ist es auch eine symbolische Geschichte. Man sagt, bei jeder kleinen Sache, die ich mache, gibt es doch eine Möglichkeit, was zu tun. Ja, das kann ja jetzt beim Waschen, zum Beispiel Waschmaschine, wenn ich versuche, mit der Temperatur runterzukommen, also muss ich natürlich testen, ob die Wäsche sauber wird, aber statt 60 Grad auf 30 Grad, da kann ich sehr, sehr viel Energie zu sparen, weil ich brauche das Erwärmen des Wassers ja die meiste Energie braucht beim Waschen. Und das ist so wichtig, dass man glaubt, was nutzt es, wenn ich etwas tue? Alle können wir etwas beitragen und gemeinsam können wir hier was erreichen. Viele kleine Schritte ist ein langer Weg dann. Die Wäsche draußen zu trocknen, anstatt im Wäschetrockner. Das sind die Themen, wo wirklich Einsparpotenzial toll ist. Und wenn Sie eine Photovoltaik haben, dann schalten Sie die Waschmaschine dann ein, wenn Sie einen Strom haben. Außerdem, genau. Nicht in der Nacht. Also moderne Geräte lassen Sie entsprechend Zeitsteuern. Genau. Steuern, Smart also, Home, wie genau. Das heißt, das ist ja alles. Oder Gefrierschränke, Kühlschränke und so weiter. Einfach schauen, wie alt ist das Gerät. Und wenn es einfach zu alt ist, dann ist es meistens auch Energiefresser. Ja. Also kann ich dann einfach mit einem Strommessgerät schauen, wie viel braucht es an Watt, an Energie? Und halt dann irgendwann gibt es den Knickpunkt, wo ich sage, jetzt wäre es besser, ein neues anzuschaffen. Vielen lieben Dank für Ihre Worte. Sie hätten jetzt noch abschließend auch die Möglichkeit, in die Kamera direkt zu sprechen, wenn Sie irgendwie was am Herzen liegen haben zum Thema Energie und Strom, das Sie einfach gerne auch sagen möchten. Das wäre jetzt in dem Fall ganz okay. Ja, da sage ich schon dazu. Heute um 16 Uhr und übermorgen haben wir eine Podiumsdiskussion genau zu diesen Themen, was immer darum geht, wie geht es den Menschen und was machen wir mit der Energie, wie schaut das aus, weil es sehr, sehr unterschiedliche Lösungsansätze gibt, man das immer ganzheitlich sehen muss und dann kann man da wirklich etwas erreichen. Aber nicht vergessen, weil das Wort Smart Home gefallen ist, wie geht es den Menschen mit all dem? Und ich will keinen Computer, dass mein Haus ein Computer ist. Also ich möchte schon ein menschliches, emotionales Haus haben, ein Wohlfühlhaus. Wie geht es den Menschen im Gebäude, ist, glaube ich, ganz das Entscheidende. Das Gebäude hast du ja auch in meiner Umwelt, im gesamten System. Danke. Energie, das ist ja, wir reden von elektrischer Energie, von Wärmeenergie, aber Energie heißt da, was ist die Energie, die wir in uns haben, ja, oder die wir sozusagen als Gemeinschaft. Also mein Anliegen ist, Energie zu investieren, dass es uns miteinander gut geht. Ja? Dass wir als Gesellschaft
keinen Krieg haben, keinen Unfrieden haben, sondern also irgendwie ein gutes Miteinander. Gute Atmosphäre ist Behaglichkeit, Behaglichkeit ist Wärme. Wir nennen es Lebensraumqualität. Ich kann mich da nur anschließen. Ich darf aber vielleicht abschließend nochmal erwähnen, unser Dogma, jede Kilowattstunde, die wir sparen können, ist die wertvollste. Ich kann nur den Tipp geben, schaut rein unter www.evn.at. Hier gibt es immer wieder die neuesten Tipps zum Energiesparen, leicht zu finden. 11 davon haben wir heute mitgebracht. Es gibt aber bestimmt noch viel mehr. Biologisches Institut, ENO und EVN, jeder von Ihnen hat tolle Homepages und jeder von Ihnen bietet auch Beratungen an. Vielen lieben Dank dafür und auch, dass Sie heute hier waren bei uns. Gemeinde TV von der Messe Wieselburg. Die Messe findet noch bis Sonntag statt.